gestellt haben wir, dass wir eine Oldtimer- und Youngtimer-Veranstaltung hier oben an der Stadthalle haben, die mega läuft, also wahnsinnig gut läuft. Besser als erdacht, ist immer wetterabhängig im Herbst. Da haben wir das Problem, da weiß man nie, wie viel kommen. Jetzt sind mindestens 50% ohne Voranmeldung gekommen. Das spricht dafür, dass die Veranstaltung gut bekannt ist und die Aussteller oder die Fahrzeugführer gerne kommen. Wir haben schönes Wetter angestellt, dafür sind wir nicht ganz verantwortlich. Deswegen ist hier richtig was los und parallel natürlich den Töpfermarkt, der von hier Luftlinie 200 Meter zu erreichen ist. Wir waren gestern in Bad Ems auf einem Oldtimer-Treffen, der war auch sehr, sehr gut besucht gewesen, aber das hier sprengt natürlich wirklich den Rahmen. Der Töpfermarkt in Ransbach-Baumarkt, die Menschen bei uns im Rhein-Lahn-Kreis kennen ihn vielleicht nicht ganz so gut. Was macht den aus? Also der Töpfermarkt macht den aus, dass wir sind der Töpferstadt Ransbach-Baumbach. Hier ist die Keramik zu Hause, Hörgranshausen Keramikstadt, also hier in der Region kennt jeder irgendeinen, der mit Ton zu tun hat, und man hat oft viele Gefäße auch zu Hause, die aus Ton sind. Und die Töpferstadt Ransbach-Baumbach hat früher viele, viele Töpfer gehabt. Und irgendwann kam auf die Idee, warum können die das nicht mehr ausstellen? Und dann sind viele aus weiter Entfernung gekommen, aus Luxemburg, Tschechei teilweise, die mit ausgestellt haben. Und so ist der Töpfermarkt dann über Jahre gewachsen. Also 39. Jahr sind wir jetzt. Teilweise 120 Aussteller, jetzt sind ein bisschen weniger. Durch Corona ist natürlich immer das Problem bei vielen Veranstaltungen, die erstmal rückläufig sind. Aber wir merken die Tendenz, es geht wieder aufwärts und klar, wetterabhängig, die Tendenz nach Corona aufwärts, und wenn man Parallelveranstaltungen hat, die sich gegenseitig befruchten, dann denke ich, ist man auf dem richtigen Weg. Westerwald und Keramik, Ransbach-Baumarkt untrennbar. Gibt es denn noch viele hier in Ransbach-Baumarkt, die das im Vollerwerb machen? Wenige, wenige. Man muss gucken, der Markt wird überschwemmt teilweise von Billigprodukten, Keramikart, die maschinell hergestellt sind. Hier ist ja Handarbeit, und wenn man dann die ein oder andere Firma, die hier noch existiert, das Produkt verarbeitet mit Handarbeit, ist natürlich ein ganz anderer Preis, als wenn ich irgendwo, ich sag mal, bei eBay oder irgendwo günstig was erwerbe oder einen Teeservice oder Kaffeeservice kaufe, was maschinell hergestellt ist. Hier ist die Keramikkunst zu Hause. Da wird ja mit der Hand gearbeitet, da wird geformt, da wird geplaut, wie man das nennt, und wird eine schöne Vase oder Servie gemacht. Das kostet was, aber es hält, und die Qualität beim Trinken merkt man, dass der Kaffee viel länger warm ist. Also hat viele, viele Vorteile. Und es ist regional. Es ist regional, und das sollte man unterstützen, das ist ganz wichtig, damit es nicht irgendwann heißt, es sind keine Töpfereien mehr da. Und wenn ich schon mal den Bürgermeister aus Ransbach-Baumbach vor der Kamera habe, warum sollte man Ransbach-Baumbach besuchen außerhalb der Töpferei? Ja, Ransbach-Baumbach hat viel zu bieten. Wir haben die Stadthalle, die jetzt von mir ungefähr 50 Meter entfernt ist. Da haben wir sehr, sehr viele große Veranstaltungen, interessante Veranstaltungen. José Carreras war hier, Udo Jürgens zu seinen Lebzeiten viermal. Hier sind große Künstler, der eine Sänger, jeder kennt den Song Lady in Red, war hier. Die sind hier zu Hause fast schon, weil regelmäßig auch die Plattform oder die Bühne von Ransbach-Baumbach nutzen. Die Stadthalle hat einen sehr, sehr guten Namen. Die ist 1989 gebaut worden und hat seit der Zeit viele Künstler. Auch Helene Fischer war schon hier, da war sie noch nicht so bekannt. Und man könnte sagen, man hat hier Bretter betreten, die Welt nachher bedeuten. Wenn man Helene Fischer als absoluten Star sieht, dann sind wir doch schon stolz, dass die in früheren Jahren hier war und hat die Stadthalle Ransbach-Baumbach schon genossen. Wir haben Töpfereien, wir haben Geschäftswelt, heute ist verkaufsoffener Sonntag. Und Gastronomie, alles, was das Herz begehrt, ist Ransbach-Baumbach liebenswert. Sie können Fahrrad fahren, Sie können wandern. Ich denke, es ist einiges zu bieten. Einfach mal auf dem Navi eingeben, Ransbach-Baumbach, hier hinkommen, wir freuen uns. Also ich bin Bildhauer und ich kam auf die Idee, ich saß am Strand und habe eine Muschel gemalt oder gezeichnet und dachte, das wäre eigentlich ein schönes Objekt für die Wand, etwas größer. Und die ersten drei Muscheln habe ich noch beim Keramiker brennen lassen, und der war sehr begeistert von meiner Arbeit und hat mir gesagt, hat mir einen Ofen geschenkt und hat gesagt, hey, du musst weitermachen, ich schenke dir einen Ofen. Jetzt bin ich natürlich neugierig, ist das Ihr Hauptberuf? Also Keramiker nicht. Mittlerweile ist keramische Kunst mein Hauptberuf, aber ich komme eigentlich bin gelernter Bildhauer und mache mir natürlich reine plastische Arbeiten, skulpturale Arbeiten. Jetzt sind wir auf dem ganz, ganz großen Töpfermarkt hier in Ransbach-Baumbach und Sie kommen hier mit richtiger Kunst. Ja, es war auch von mir so ausgesucht. Also ich wollte mal so die nordischen Gefilde verlassen. Ich wollte mal auch so ins Kerngebiet der Keramik in Deutschland. Und haben ja gedacht, da ist Ransbach, Baumbach eigentlich der richtige Platz. Und in dem Fall müssen Sie natürlich auch sagen, wo Sie herkommen. Genau, ich komme selber aus Schleswig-Holstein, Rendsburg.
Das ist 60 Kilometer unterhalb von Flensburg zur Höhe Kiel. Mittenmang, sagt man da. Also mittendrin, 30 Kilometer von der Ostsee, 60 Kilometer zur Nordsee. Und dann darf man auch gerne die Muscheln und die Fische mitbringen. Genau, das muss ja auch fast sein. Am liebsten natürlich auch das Seegras und auch das Meer, dass man das auch spürt und hört am besten. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Der eine sieht es so, der andere sieht es so und das finde ich auch richtig so. Und ich bin eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, mit Leuten zu reden, ihnen zu erklären, was wir uns dabei gedacht haben und dass Kunst in dieser Form, generell Kunst, eigentlich immer eine Meinungsäußerung, eine persönliche Meinungsäußerung des Künstlers oder der Person, die halt ihm die Sachen herstellt, ist. Und ja, was soll ich mehr dazu sagen? Kunst ist sehr wichtig. Wie kommt man auf solche faszinierenden Ideen? Also wir reflektieren eigentlich unsere Gesellschaft. Verbindlichkeiten, soziale Verbindlichkeiten, in diesem Fall auch viele Dinge, die mit der Politik zu tun haben, und versuchen sie in einen anderen Kontext zu setzen, versuchen der Sache noch eine gehörige Portion Humor mit auf den Weg zu geben, weil ich es immer ganz toll finde, wenn die Leute vor unserem Stand stehen und lachen. Spaß haben und lachen, das finde ich immer ganz toll, weil unsere Zeiten sind einfach zu ernst im Moment. So und nachdenken dürfen die Menschen aber auch ein bisschen. Das machen sie. Das machen sie. Sie diskutieren, sie reden miteinander und teilen Gedanken und teilen die Fotos im Internet, was ich immer ganz toll finde, wenn man andere Menschen noch mit einbezieht, die halt eben nicht auf diesem Markt waren. Und ja, das ist eigentlich so unsere Sache, unser Versuch, uns halt als Künstler der Öffentlichkeit oder den Menschen mitzuteilen. Wir stehen jetzt hier vor einem wunderschönen Cadillac mit Kölner Kennzeichen. Und ich habe es gerade schon rausgehört, Sie sind auch Kölnerin. Selbstverständlich. Ich kann es leider nicht verleugnen, es ist so. Ich bin ein Kölsch-Mädchen. Warum kauft man sich so ein Auto? Man könnte hier auf einem bequemen Neuwagen für das Geld bekommen. Warum ein Oldtimer? Das ist Leben. Das ist Leben, das ist Freizeit, das ist Nostalgie. Wie gesagt, wir leben, arbeiten das. Ich laufe auch in meiner Freizeit. Klar, auf der Arbeit jetzt nicht, aber in meiner Freizeit schlafe ich immer so rum. Normalerweise denkt man ja, so ein altes Auto dürfte auch eine Geschichte haben. Selbstverständlich hat so ein Auto eine Geschichte. Wie gesagt, der erste Besitzer hat den in Florida gekauft und der hat den dann nach Deutschland importiert. Und der zweite Besitzer hat den dann übernommen. Der hatte allerdings da dann einen Transportschaden und ist dann bei uns gelandet in der Werkstatt. Und dann haben wir den, wie gesagt, den Transportschaden, weil, ja, die sind da leider mit den Füßen in den Containern, sind sie da drüber gelaufen, haben das Auto kaputt gemacht. So, und der zweite Besitzer ist damit auch zeitlang gefahren. Allerdings war dann das Problem, es war ihm der Stressfaktor zu hoch und dann hat er uns gefragt, wie gesagt, ob wir das nicht übernehmen wollen. Und seit 21 Jahren haben wir den Wagen. Was für ein Motor ist da drin? 4,9 Liter V8. Und das ist wahrscheinlich kein Fahrzeug, was 2 Liter irgendwie braucht auf 100 Kilometer? Nee, der braucht ungefähr um die 10 Liter. Also der hat schon Cut. Das ist, wie gesagt, Baujahr 94 und der hat schon Cut. Ist also alles entspannt. Klar, beim Moderator, wenn man dann natürlich den Bleifuß macht, wie mit jedem Auto, das ist auch bei den alten Mercedesen, fahren sie einen 111er, ne, der muss super Plus haben, da fahren sie nicht unter 23 Liter. Es ist leider so, ne, weil die hatten wir auch in der Kundschaft, also von daher, wir kennen die Sachen.